Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Starfield und heute, ja, ich mag es ruhig so nennen, das nutzloseste Video, was ihr euch vorstellen könnt und viele werden jetzt abschalten und ja, das Beste verpassen. Also schaltet nicht ab. Es ist nutzlos, aber es ist geil und es zeigt immer wieder doch wirklich, wie viel geiler Scheiß in diesem Spiel steckt. Wirklich. Definitiv, ich bin absolut begeistert. Ach, jetzt bin ich so vor lauter Begeisterung sogar wieder aus der Sternenkarte rausgesprungen. Wir beginnen in unserem eigenen Sonnensystem. Ne? Hier ist Alpha Centauri, hier ist Sol, hier ist unser eigenes Sonnensystem. Und hier ist unser Ziel, der Saturn, nicht genau, sondern der Saturn-Mond Titan. Da wollen wir hin. So, nochmal kurz hier ranzoomen. New Homestead, das ist das Ziel der Reise. Da geht es hin für eine absolut nutzlose Belohnung, so muss man es nennen, denn wir werden uns jetzt dieses coole Outfit, was ihr schon auf dem Thumbnail natürlich gesehen habt, holen und das ist mega und damit kann man bestimmt viele geile Fotos machen, aber kämpfen oder so ein Schmarrn kann man damit nicht, ne? Das nehme ich gleich vorweg, ne? Das könnte also wirklich komplett knicken, aber ich denke, es ist geil, es zu haben, und deswegen gucken wir halt, wo man das bekommt. Ich habe das nur zufällig, ehrlich gesagt, gefunden gehabt, wo ich halt das kleine Video gemacht habe zu den PC-Sheets. Ne? Wenn ihr das euch noch nicht angeschaut habt, könnt ihr das ja gerne jetzt nachholen. Und denke ich, das muss man doch irgendwo bekommen. Ne? Und nach kurzer Recherche wurde ich auch fündig hier auf Titan. Und zwar, wenn wir hier die Treppe runtergehen, hier in die gute Stube hinein, dann gibt es dort eine kleine Quest. Und diese kleine Quest werden wir machen, aber wir müssen was Besonderes beachten, damit wir das Kostüm auch dann wirklich behalten können. So, hier steht Maurice rum, hier sind Touristen, die dumm rumgucken. Bill. Why, hello there! I'm Bill For instance, did you know that new... Yes, sirree, and that's... So what do you... Excellent! You won't regret it! Now there's just the matter of price. The gun. Another tourist. Let me guess. You slipped on the ice and need a doctor. I appreciate that you're trying to set me at ease, but sorry for how I responded. It's not you, it's... Anyway, I don't. They make a mock, and on top of it, they're reckless. Und jetzt müssen wir ihr hier unsere Hilfe anbieten. Actually, maybe there is. I have an idea that may be best suited for someone relatively unknown. So I bought a realistic monster costume. The plan was to... I figure that once word gets around... Wir sind dabei. Oh, natürlich sind good. Wir dabei. I was hoping not to have to do it myself, so I'm glad to have a volunteer. Here's the costume. I think this will work best on the surface, so just find a group. With any luck, they'll run screaming and... So, und da haben wir unser Monsterkostüm erhalten. So, wir gucken kurz rein ins Inventar. Anzüge, da ist unser Monsterkostüm. So, und wir können jetzt natürlich noch die Touristen verscheuchen. Aber was wir halt auf alle Fälle nicht machen dürfen, ist die Quest abschließen. Ne? Ja, da laufen sie, da laufen sie. Sehr leicht zu verängstigen. Wie gesagt, ihr dürft jetzt die Quest nicht abschließen. Wenn ihr die Quest abschließt, gibt es Belohnung, aber das Kostüm wird euch weggenommen. Und deswegen, wenn ihr weiter Bock habt auf dieses Kostüm und euch denkt, hey, da machen wir noch mal ein bisschen Fotomodus mit für eine schöne Galerie an Bildern, dann, wie gesagt, würde ich auf gar keinen Fall... Die liebe Frau Doktor behauptet zwar, wir könnten das Kostüm behalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein Fehler momentan aktuell ist. Mir wurde das Kostüm weggenommen, deswegen, wie gesagt,
die Quest nicht beenden. Ich habe es weiter leider nicht mehr dann im Inventar. Deswegen sollte man vorher speichern und holt es sich dann halt einfach auf diese Art und Weise wieder. So, und das war es auch schon. Aber dieses Quick und Dirty Video musste einfach sein. Ich fand das so mega, dieses Kostüm, dass ich mir gedacht habe, hey, das will ich behalten. Damit will ich Thumbnails machen. Vielleicht bleibt es auch bei dem einen, keine Ahnung. Aber ich fand es auf alle Fälle wieder absolut mega. Ich danke euch fürs dabei sein. Ich hoffe, das Video hat euch A geholfen, es hat euch B gefallen. Und C, ihr habt einen Daumen nach oben da gelassen. Das wäre eine super Sache Geschichte. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.